Aber Mappen weiterhin wenig bis gar keinen Zugriff hier auf dieses Spiel. Also Ballbesitz geht klar aufs Konto der Jeddelor. Gut, den Ball runtergenommen und das ist der Abschluss. Hünd. Da ist die Balleroberung in der gegnerischen Hälfte von den Mappen an. Prasse ist das auf der rechten Seite mit der Flanke. Am zweiten Pfosten ist Jansen. Jansen! Und Tuglo im Nachschuss. Nochmal Fengler. Der Ball kommt in die Mitte zum Lieg. Am zweiten Pfosten ist der Ball drin. Das 1:0 für den SV Meppen. Vorsicht hier bei dem Rückpass. Das ist gefährlich. Bringt man. Pünd im Nachfassen. Nochmal Pünd. Ich bin wahrscheinlich ähnlich angesetzt habe nach der in der zweiten Halbzeit, wo es auch 1:0 stand. Und dann stand es nach 5:0. Da war natürlich auch alles über den Berg geworfen. Und jetzt noch Marek Jansen. Fengler. Starke Parade. Gabilou. Gute Flanke in den 16er. Schug ist das. Ist nach, versucht den Einwurf da schnell auszuführen. Schub verpasst. Ganz ja. In die Mitte und da ist das 2:0 für den SV Meppen. Luca Prasse. Können sie aber noch drin halten. Weiter geht's. Dann aber gut verteidigt. 1-1 von Jansen. Stellt da gut den Körper rein. Der Haken. Und jetzt der Versuch, das Tor gegen den Bremer SV zu kopieren. Marek Jansen. Das Tuglu mit dem Kopfball. Der landet direkt wieder bei Zumdijk. Geht da jetzt 1 gegen 1. Setzt sich da auch durch. Im Rückraum ist Möller. Und dann ist es Jansen. Bisschen Ping-Pong. Und der Ball ist drin. Das 3:0. Für den SV Meppen. Gavila mit der Chance gegen Pünd. Und Pünd ist dran. Aber das ist der Anschlusstreffer für den SSV Jeddelo. 3:1 nur noch. Moritz Brinkmann. Der Ball rutscht ein bisschen durch. Pünd ist da und der Nachschuss. Nochmal Pünd. Was eine Szene. Schiedsrichter guckt schon auf die Uhr und pfeift das Spiel jetzt auch ab. Ziemlich genau nach den 4 Minuten Nachspielzeit ist das Spiel auch vorbei. Der SV Meppen besiegt den SSV Jeddelo mit 3:1.